Hey Leute, hier ist Matthias von Loving London. Heute sind wir unterwegs für euch in London, in und laufen wir gerade in die Straße Richtung Camden Market. Da hinten ist Camden Lock. Und ja, wir nehmen euch mal ein bisschen mit und zeigen euch ein paar Eindrücke hier von ja, es ist übrigens Ende Juli und das Wetter ist echt so schön Londoner Grau, dass wir auch hier mit Jacke rumlaufen und super. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in London und freuen uns trotzdem. Poppy's Fish and Chips ist eines der bekanntesten Fish and Chips Restaurants in London. Da gibt es auch eins in Spitalfields und hier ist es etwas moderner. Das ist so im Stil eines amerikanischen Diners der 50er Jahre. Kann man auf jeden Fall nur empfehlen, da mal auch mal hinzugehen, wenn man hier ist. Das Schöne ist, hier auf dem Markt kannst du auch langlaufen, obwohl es eigentlich wie bescheuert regnet gerade. Typisch englisches Wetter. Denn ein Großteil ist einfach überdacht oder sowieso in den Horse Stables. Und da kann man sich jetzt quasi auch bei schlechtem Wetter hier in Ruhe umschauen. So, jetzt habe ich eine Aufgabe an euch. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, es wäre sonnig und hier würden ganz viele Menschen sitzen. Denn normalerweise ist das ja alles voll und alle gucken Sport. Letzte Woche Wimbledon. Gerade läuft die Tour de France, aber ja, natürlich bei dem Wetter hier heute, niemand sitzt da. Wenn ihr Hunger habt, seid ihr auf dem Streetfood-Markt in Camden. Genau richtig. Gibt es wirklich alles von Pizza, Burger, Hotdog, Fish and Chips, alles gibt's hier. Ja, zum Beispiel auch da. Mir und einmal hier rundherum. Übrigens auch total crazy. Das hier, das ist nicht etwa ein Teppich, das ist der Kanal. Und da sind so viele Algen und ja, alles Mögliche drauf. Da schwimmt sogar ein Regenschirm auf den Sachen drauf. Also das ist total Wahnsinn. We'll be right back.